Herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Ich bin einer der Kirchenöffner, welche in normalen Zeiten im Sommer die Kirche für Besucher öffnen. Leider ist das ja zurzeit nicht möglich und es kommen ja auch keine Besucher. Heute möchte ich mal etwas zeigen, aber dafür müssen wir die Kirche verlassen. Bitte kommen Sie mal mit. Wir sind jetzt vor der Kirche angekommen. Ein Putzband zieht sich um die Nikolaikirche. Es ist Träger eines monumentalen Spruches, der bei den Restaurierungsarbeiten an der Nikolaikirche zwischen 1999 und 2004 wieder erneuert wurde. Das Spruchband fällt aber durch die dichte Bebauung nicht sofort auf, da es sich unmittelbar unter der Dachtraufe befindet. Den zweiten Teil des Spruchbandes kann man von der Rathausstraße verhältnismäßig gut erkennen. Der Originaltext des Spruchbandes wäre während der schlechten Erhaltung nicht mehr komplett zu restaurieren gewesen. Er ist jedoch glücklicherweise aus dem Inventar überliefert worden. Durch Unterstützung von Herrn Schäfer können wir den ersten Teil einmal besser betrachten. Der erste Teil aus dem 17. Jahrhundert lautet: Anno 1644, 12. Mai nachts, 12 Uhr, ist diese Kirche abgebrannt und durch Gottes Gnaden zu derselben Erbauung anno 1657 und 58 wieder ein Anfachen gemacht worden. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott. Bei Höre Israel, nach 5. Mose 6, 4, handelt es sich um das Schma Israel, das jüdische Glaubensbekenntnis. Im Markus-Evangelium weist Jesus darauf hin, dass sich auf diesem Glaubensgrundsatz die 10 Gebote entfalten. Und er sagt, das vornehmste Gebot ist, Markus 12, 29, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott. Als Israel wird in dem Spruchband die Gemeinde, also Luko, angesprochen. Diesen Abschnitt kann man sehr gut sehen, wenn man von der Hauptstraße durch die Kirchstraße auf die Kirche zugeht, da wo wir jetzt auch stehen. Das Höre Israel ist möglicherweise ganz bewusst zum Marktplatz hin geschrieben worden. Kirche und Wirtschaft, Glauben und Gesellschaft, Rathaus und Bibel sind hier in einem Bezug zueinander gesetzt worden. Die Quintessenz des Glaubens sollte vom Marktplatz aus zu sehen sein. Handelsstädte wie Luckau waren ja auch im Mittelalter immer recht offen und liberal, was auch Verbindungen bis in den Orient zeigen. Eventuell stellt das Höre Israel auch eine gewisse Liberalität gegenüber dem Judentum dar. Im 18. und 19. Jahrhundert in Antiqua-Versalien erweitert, das ist eine Schriftart mit gerundeten Bögen, die auf dem lateinischen Alphabet basiert, steht um den Bogen rum Verbum Domino Manet und so weiter in Lateinisch. Was übersetzt heißt, das Wort des Herrn währet in Ewigkeit, erneuert 1777, mit neuen Fenstern geschmückt 1895. Das Spruchband umfasst die gesamte Kirche und hält sie symbolisch zusammen. So werden wir auch in diesen Zeiten aufgerufen, zusammenzuhalten und uns auf die Gebote zu besinnen. Bleiben Sie gesund, behütet und gesegnet. Auf Wiedersehen.